Wie ihr alle bestimmt schon gehört habt oder gelesen habt, mein Coach und Nutritionist ist der bekannte Dennis James, der DJ. Hallo DJ und danke für die nette und erfolgreiche Zusammenarbeit bis jetzt. Der Dennis und ich, wir verstehen uns super. Wir haben jetzt natürlich vor dem Wettkampf, ein paar Wochen vor dem Wettkampf, fast täglichen Kontakt. Ich schicke ihm jeden Tag Bilder, wir skypen, er guckt mich immer an. Er stellt immer die Ernährung fast jeden Tag dann um und je nach Körpergewicht und nachdem wie ich aussehe, wird alles zusammengestellt. Und das ist immer ein neuer Tag und ich freue mich immer, wenn ich dann neue Anweisungen von ihm bekomme. Ich mache genau das, was er mir sagt. Und deswegen glaube ich auch, dass die Erfolge sich sehen lassen. Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich bei meinem guten Freund und Personal Trainer und Vorbereiter, auch den Spiros Memos, Landsmann von mir, der in Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart wohnt und IFBB sogar Kampfrichter ist. Hallo Spiros und vielen Dank erstmal für die Unterstützung, jahrelange Unterstützung und unsere Freundschaft, die er auch fast familiär sich entwickelt hat. Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Der Spiros Memos ist ein sehr, sehr selbstbewusster Vorbereiter. Der bereitet sehr viele Athleten vor, in Deutschland, aber auch im Ausland. Soweit ich weiß, kommen auch sehr viele Athleten auch von weiterhin und also eine sehr, sehr gute Adresse für Leute, die jetzt international oder auf dem Wettkampf oder auf die Bühne was schaffen wollen. Alles Gute weiterhin auch für dich, Spiros. Und wir sehen uns bestimmt auch bei den Wettkämpfen, die jetzt stattfinden werden. Momentan übe ich sehr, sehr viel allein und beim Posen hilft mir noch ein bekannter deutscher Athlet, der Wolfgang Friedl aus Hagen. Wolfgang, ich bedanke mich auch, dass du die Zeit nimmst und dass du mir immer schöne Posing-Tipps gibst und ich hoffe, dass ich einiges umsetzen kann auf der Bühne. Ich bedanke mich. So, kurz zu den Angaben jetzt Off-Season und Pre-Contest. Off-Season dieses Jahr hatte ich knapp 110 Kilo in der Off-Season-Phase mit relativ jetzt wenig Fett, aber einigermaßen Wasserspeicherung, das ist normal in der Off-Season. Durch die ganzen Kohlenhydratzufuhr und speichert ja sowieso der Körper ein bisschen Wasser. Und jetzt, wie gesagt, ein paar Wochen vor der ersten Meisterschaft wiege ich knapp 100 oder über 100. Das schwankt immer ein bisschen bei mir und ich schätze, dass ich mit 97, 98 Kilogramm auf die Bühne starten werde. Da sind 10 Kilo mehr als letztes Jahr. Kurz zum Training in der Off-Season-Phase. Ich trainiere eigentlich in der Off-Season-Phase genauso wie in der Pre-Contest-Zeit von Montags bis Freitags. In der Off-Season trainiere ich eigentlich sehr hart und schwer mit meistens 3-4 Sätzen pro Übung für 3-4 Übungen. Immer schönes, gutes Aufwärmen und eigentlich gehe ich auch fast auf Maximalgewichte, sodass ich mindestens 6 Wiederholungen schaffen kann. In der Off-Season-Phase mache ich auch zwischendurch in der Woche 2-3 Mal Cardio für den Magen, einfach nur für mein Herz-Kreislauf-System, dann fühle ich mich auch besser. In der Phase kurz vor dem Wettkampf oder beziehungsweise in der Diät ändert sich vom Training dann nicht so viel, aber ich trainiere auch halt sehr, sehr viel instinktiv. Das heißt, ich bin im Studio, ich wärme mich auch wieder sehr gut auf. Die Pausen zwischen den Sätzen werden kürzer natürlich. Die Intensität schraubt sich ein bisschen höher und natürlich meine Wiederholungszahlen dann vielleicht ein bisschen mehr von 8 zwischen 12. Und fast jeden Tag mache ich dann auch Cardio auf nüchternen Magen, sodass ich meinen Stoffwechsel immer anrege und dass ich dann die Fettverbrennung immer jeden Tag dann stabil halte. Ich trainiere eigentlich in 2 Studios, hauptsächlich jetzt momentan in Vitalis in Hagen. Danke an die Besitzerin der Evelyn. Und in Dortmund bei Athletis, beim Daniel und bei der ABBA. Danke auch bei euch. Ich wohne ja ein bisschen näher in Hagen, deswegen bin ich meistens dann auch in Hagen, in Vitalis. Und das Training macht dort Spaß, sowohl auch beim einen Studio auch beim anderen. Ich biete natürlich auch Trainingspläne und Ernährungspläne an verschiedene Athleten, auch bei Athletinnen, bei verschiedenen Klassen. Je nachdem, was jeder erreichen möchte, gibt es auch natürlich die zuständige und dementsprechende dann individuelle dann Programme.
eine gute Frage, wenn man dann zum Beispiel sagt, wieso hast du dann selber einen Coach? Aber das ist ja eine ganz andere Frage. Wenn man sich selbst vorbereitet, hat man natürlich einen anderen Blickwinkel, wie man sie sieht. Und man braucht natürlich jemanden anders, der immer drüber guckt und der natürlich auch genau weiß, was man machen soll. Und genau die letzten Wochen vor dem Wettkampf sind natürlich sehr, sehr kritisch und man zweifelt ja sehr an sich selbst die letzten Wochen. Und deswegen braucht man selber, auch wenn man so viele Informationen dann weiß, keiner weiß alles, aber man braucht auch selber eine Hand oder beziehungsweise eine Person, die drüber guckt und die Ahnung hat, wie man das alles einstellen soll. Die Diät in der Off-Season ist natürlich bei mir das ganze Jahr über sehr clean, sehr sauber. Ich esse immer sehr sauber und Junkfood kommt bei mir eigentlich auch eher sehr selten in Frage. Das Einzige, was sich dann ändert in der Off-Season beziehungsweise auch in der Diätphase, ist die Anzahl der Kohlenhydrate. In der Off-Season esse ich ja sehr viel Kohlenhydrate von den Reis, in Form von Reis und Nudeln und Vollkorntoast zum Beispiel und so weiter. Vom Eiweiß ist es halt dann so in der Off-Season, dass ich wieder immer meistens auf das Eier-Eiweiß dann achte, auf Hähnchenbrustfilet und Putenbrustfilet, Fisch, auch fettiger Fisch, zum Beispiel der Lachs und so weiter. In der Diät ist es natürlich ein bisschen anders, dann achte ich auch auf magere Eiweißquellen wie Kabeljau als Fisch und mageres Rindfleisch, Tatar zum Beispiel, Hähnchenbrustfilet, und die Anzahl der Kohlenhydrate reduzieren sich natürlich enorm in der Diätphase. Eines der schönsten Körper, das mich immer fasziniert hat, war natürlich von Flex Wheeler. Eine super Genetik, eine Statue für mich. Sah wirklich sehr, sehr gut aus, und heutzutage gilt es eigentlich vielleicht auch, dass es der beste Bodybuilder aller Zeiten war. Kevin Lavroni mit seinen riesen Schultern und Trizepsen. Danny James, mein Coach. Nicht nur, weil es mein Coach ist, aber sondern die brutale Masse, die er hatte, und das Volumen, und passte auch alles bei ihm. Ronnie Coleman, Dorian Yates, Markus Rühl zum Beispiel, diese Masse, die richtig, das sind Muskelbergen von Bergen von Muskeln. Das ist wirklich was Faszinierendes. Dexter Jackson, auch eine super Genetik. Also es gibt dann immer verschiedene Körpertypen, die mir gefallen. Ich mag nicht nur die massivsten, aber auch was Symmetrisches und Ästhetisches. Und ich hoffe, ich kann dann irgendwann mal mit meinem Körpertyp auch was vorweisen und auch ein Vorbild für andere Leute sein.